Moin, was geht? Mein Name ist Salvi und willkommen zu dieser neuen Folge von Minecraft. Wir spielen mal auf dem Badline-Server eine Runde UHC Meetup, Leute. Und zwar ist es so, dass Badline nämlich zu UHC Meetup ein paar neue Updates rausgehauen hat. Es ist so, dass es jetzt ein Ranking-System gibt, Leute. Ihr seht rechts, ich bin gerade Gold 2. Ich spiele das noch nicht so lange. Und Leute, es gibt nämlich verschiedene Szenarios, wie ihr hier sehen könnt, nämlich, Timebomb. Man kann halt eben am Anfang der Runde eben ein Szenario auswählen oder halt eben dafür abstimmen, dass einfach gar kein Szenario drankommen soll. Das ist eigentlich auch ein mega cooles Feature. Das gibt es zum Beispiel auf Unity nicht bei UHC Simulator. Und deswegen finde ich den Modus eigentlich auch relativ cool. Denn man kann das Spiel einfach so ein bisschen dann beeinflussen. Außerdem spielt man halt, wie ihr sie jetzt gesehen habt, eben mit verschiedenen Kits. Man muss sich halt eben wie auf Rarity eben den Stuff zusammenfarmen. Man kriegt halt dann auch noch hier Erfahrungsfläschchen, die ich doch schon eingesetzt habe. Von jedem Kill, glaube ich, 24. Und man kriegt halt dann Ambusse und muss sich halt dann eben den Stuff zusammenlegen, wenn man halt besseren Stuff natürlich braucht. Hier seht ihr eben die Erfahrungsfläschchen und genau, wir haben einen nice Bogen bekommen. Den Kollegen brauchen wir noch, denn wir brauchen nämlich noch eine Hose. Nice. So, wir können auch uns auch hier eben Stuff zusammen machen. Ich habe jetzt ein paar Sachen gemacht. Ich habe jetzt auch ein Sharp 4 Iron. Und ohne Witz, der Spielmodus macht halt eben mega Bock, halt genauso wie auf Rarity. Aber auf Rarity haben mir die jetzt nicht so gut gefallen. Ich finde Badline einfach ein viel coolerer Server als Rarity. Aber gut, wenn ihr das auf Rarity spielen wollt, dazu habe ich ja auch mal ein Video gemacht. Da gibt es den Spielmodus natürlich auch. Aber ich finde, das Ranking-System ist auch auf Badline eben sau cool und man kann einfach so ein bisschen auch den Spielmodus so ein bisschen schwitzen. Außerdem seht ihr schon in meinem Inventar, dass es so Extras gibt, wie zum Beispiel Cobwebs, was auch ein mega cooles Feature ist. Ah lol, hier ist Half-Dump. Lassen wir mal in Ruhe.
Shop für dir. Na gut, wir haben ihn bekommen, nice. Lag aber natürlich auch daran, dass sein Helm kaputt gegangen ist. Aber er hat auf jeden Fall guten Stuff. Jetzt probieren wir natürlich noch den letzten zu holen. Und den 11. Win zu machen, Leute, denn ich habe schon 10. Mein Helm ist kaputt. Allgemein meine ganze Rüstung. Es kann jetzt gefährlich werden. Ja gut, Leute, das war's mit dem Video. Ich bin gerade von der Schule gekommen und kann leider nichts weiter was aufnehmen, denn ich muss nämlich gleich weg, Leute. Und deswegen ist das Video heute ein bisschen kürzer. Und leider kann ich auch keine Win-Runde jetzt leider aufnehmen, denn ich habe wirklich jetzt hier nur 20 Minuten gehabt, um ein Video für euch aufzunehmen und auch noch gleichzeitig zu schneiden. Ich werde es dann, denke ich mal, heute Abend uploaden, Leute. Und dann werdet ihr halt eben sehen. Natürlich hoffe ich aber trotzdem, dass es euch gefallen hat, Leute. Wir haben dann noch eigentlich, ja, eine ganz gute Runde hinbekommen. Wir sind zwar im Final Fight gestorben, da unsere Rüstung kaputt gegangen ist. Aber Leute, es war einfach dumm von mir, die Sperrrüstung von Half-Time jetzt zum Beispiel nicht aus der Kiste zu holen. Aber gut, naja, egal. Ich hatte nicht so viel Zeit. Auf jeden Fall hoffe ich trotzdem, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns die Tage wieder. Bis dann. Ciao, ciao.